Jo Leute, was geht ab? Schoperium ist wieder am Start. Und ja, heute ist schon der dritte Advent. Auslosung. Demnach die Auslosung ist heute geplant. Und bevor wir aber mit der Auslosung starten, haben wir ja vor, weiß ich nicht, 3, 4, 5 Wochen oder was angeteasert, oder besser gesagt Sie, ja, dass wir nächstes Jahr so ein bisschen was geplant haben, dass wir was Größeres geplant haben. Genau. Und ja, jetzt kurz so vor Weihnachten wollten wir euch jetzt heute dann sagen, worum es dann genau geht. Und zwar haben wir uns dazu entschlossen, uns nächstes Jahr nach 15 Jahren, 16 Jahren sind es dann schon, ja, nach 16 Jahren, wie sagt man, Beziehung, dann uns das Jawort zu geben. Richtig. Und wir feiern so im mittelalterlichen Wikinger-Style und fahren dann mit dem Motorrad zu meiner alten Heimat, da wo ich quasi den größten Teil oder groß geworden bin, groß geworden bin, wo meine Eltern geheiratet haben. Da fahren wir hin mit dem Motorrad, das ist dann eine Strecke ungefähr 650 Kilometer ungefähr. Und ja, das ist quasi unser großes Event für nächstes Jahr. Richtig. Da werden wir auf jeden Fall mit dem Motorrad hinfahren. Wir werden mal gucken, wie es dann ist. Wir werden unterwegs natürlich auch mal eine Nacht schlafen. Also wir fahren das jetzt nicht am Stück. Nein. Wir wollen uns da auch keinen Druck machen, keinen Stress machen. Ne? Ganz gemütlich hinfahren, vielleicht mal das eine oder andere anschauen. Und wir gucken mal, wie es wird. Ich bin da relativ positiv gestimmt. Bei ihr habe ich ein bisschen Angst mit ihrem Poppes, aber gut, da werden wir vielleicht das eine oder andere. Deswegen habe ich es ja gesagt, ne? Genau. Vielleicht habt ihr noch mal ein paar Tipps. Ja, aber wir freuen uns riesig darauf und werden auch dann einiges dann zumindest von der Fahrt und so weiter mit aufnehmen. Also da könnt ihr auf jeden Fall gespannt sein. Genau. Die Hochzeit selbst werden wir natürlich nicht filmen. Das liegt zum einen daran, weil da natürlich sehr viele Leute sein wird, von denen ich von jedem eine Proof brauche, dass er gezeigt werden dürfte. Und das andere wäre, an so einem Tag will man dann nicht irgendwie noch mit der Kamera rumrennen oder so. Und da will man das einfach genießen. Und deswegen wird da wahrscheinlich von der Hochzeit nicht viel drauf sein oder nichts. Müsst ihr dann mal schauen. Aber von der Fahrt auf jeden Fall und zurück geht es dann auch nochmal. 650 Kilometer, wenn man eine andere Strecke nehmen, vielleicht ein bisschen lieber Niedersachsen fahren und so, könnt ihr auf jeden Fall gespannt sein. Ja, ja, wir freuen uns auf jeden Fall. Wir, ne, freuen uns auf jeden Fall. ja, gut, dann quatsche ich jetzt gar nicht mehr so weit. Wir gehen kurz an den Rechner und dann werden wir eben mal schnell die drei Gewinner oder Gewinnerinnen oder, ne, ihr wisst Bescheid, auslosen und sehen wir uns gleich nochmal, gell? Bis gleich. Gute! Jo, jetzt sind wir hier am PC und werden jetzt die Gewinner auslosen. Ihr seht hier unten 17.20 Uhr, der 11.12.2022, das heißt der dritte Advent, so wie es vereinbart war. Hier oben ist die Video-URL drin von unserem Video, dann Filter Duplicate Users, das heißt diejenigen, die zwei- oder dreifach kommentiert haben, dass die nur einfach gewertet werden, sonst wäre es ja unfair gegenüber den anderen. Und hier unseren Hashtag mit Hashtag Zimtstern und hier habe ich nochmal Remove Winner from List After Draw eingenommen. Das heißt, diejenigen, die vielleicht schon mal gezogen worden sind jetzt bei dem Gewinnspiel, dass die dann nicht nochmal im Lostopf landen und gegebenenfalls einen zweiten oder einen dritten Gutschein gewinnen. Gut, dann würde ich sagen, starten wir mit Platz Nummer 3 und demnach einen 10-Euro-Gutschein. So, Platz Nummer 3 und demnach 10-Euro-Gutschein hat gewonnen. Name los. Du bitte einmal ganz kurz per Facebook oder Instagram anschreiben, dann klären wir alles Weitere. Dann machen wir Platz Nummer 2. Demnach auch ein 10-Euro-Gutschein. Platz Nummer 2 hat Anton Kasten belegt, auch ein 10-Euro-Gutschein gewonnen. Herzlichen Glückwunsch. Du bitte auch einmal per Facebook oder Instagram anschreiben. Und dann Platz Nummer 1 und demnach 20-Euro-Gutschein. Platz Nummer 1 hat der Micha gewonnen. Herzlichen Glückwunsch, Micha. Du hast den 20-Euro-Gutschein bekommen. Auch du bitte einmal uns kurz per Instagram oder Facebook anschreiben. Wir kennen uns ja schon. Freut mich sehr, dass ihr das gewonnen habt. Gut, dann würde ich sagen, sehen wir uns gleich nochmal in den Totalen. Bis gleich. Jo, dann herzlichen Glückwunsch an die drei Gewinner. Oder man weiß ja nicht, was für ein Pseudonym der Einzelne genommen hat. Außer beim Erstplatzierten, bei Micha, weiß ich, das ist ein Gewinner und Gewinnerin. Und zwar der Micha und die Anita. Wir freuen mich uns ganz besonders, muss ich ganz ehrlich sagen, dass ihr die glückliche Gewinner seid von dem 20-Euro-Gutschein. Wie gesagt, alle drei Gewinner bitte einmal per Facebook oder Instagram uns anschreiben. Dann klären wir alles bezüglich Adressen und so weiter. Und dann checken wir euch das so schnell wie möglich kostenfrei zu, logischerweise. So sieht's aus. Jo. Und ja, dann würde ich sagen, sind wir eigentlich schon wieder am Ende. Nicht nur am Ende des Videos, sondern schon fast am Ende des Jahres. Richtig, ja. Das ging schon schnell, ne? Es ging schnell dieses Jahr, ja. Ja. Das
Videos, jetzt das letzte Video in diesem Jahr. Ja, also wir machen jetzt dieses Jahr kein Video mehr. Wir tun jetzt die letzten paar Tage des Jahres nochmal ein bisschen genießen und so weiter mit Familie, Esse und so weiter. Ihr wisst Bescheid. Das ist das Wichtigste oder fast das Wichtigste. Ja, ja. Ja, es sind für nächstes Jahr habe ich schon zwei Videos wieder fertig, die ich irgendwann im Laufe dieses Jahres gemacht habe. Die kommen dann so Anfang Januar rum. Könnt auf jeden Fall auch gespannt sein. Und dann geht es ganz normal weiter. Und ja, da bleibt uns am Ende eigentlich nur zu sagen, danke, dass ihr dabei wart. Schön, wäre schön, wenn ihr das nächste Mal auch wieder dabei seid. Wir wünschen euch frohe Weihnachten, einen guten Rutsch ins neue Jahr. Richtig, kommt gut rein. Kommt gut rein, schön sauber bleiben, kein Stress. So, schön vorsichtig. Genau. Und jo, bleibt schön gesund, ihr Hübschen. Bis zum nächsten Mal. Schopperim ist raus. Macht es gut. Ciao. Ciao.